Recht herzlich willkommen zur 8. Folge von Europa Universalis 4 mit Köln, was Westfalen werden soll, und vielleicht mal Deutschland. Gut, da sind wir jetzt unterwegs. Wir haben unsere Truppen hier. Da müssen wir noch was dran erarbeiten, glaube ich. Wir haben letztes Mal hier Beziehungsverbesserung hier gemacht in Sachsen. Und wir sind immer noch in Brandenburg an Beziehungen verbessern. Was wir gemacht hatten, wir hatten ja so... Die ist gestorben, okay. Und Kredite sind unser Problem. Und wir haben ja hier noch Söldner dran. Die sollten wir vielleicht erstmal abspalten. Und dann haben wir... Okay, Finanzbericht. Darlehen zurückzahlen, das können wir machen. Und das sind die Söldner. Die entlassen wir mal gerade schnell alle. Dann müssen wir Geld sparen. Und die... Sollten wir irgendwo wieder reinstellen. Ich glaube mal am besten hier, dann sind sie ein bisschen geschützt und wir müssten dann eine eigene Armee aufbauen. Ja, wo nehmen wir die Männer weg? Das ist nur die Frage. Okay, die sind, glaube ich, gleich aufgefüllt. Okay, Thronfolger benötigt. Wie sieht's denn aus? 57 Prestige, 81 Hingabe. Da verlieren wir Hingabe. Oldenburgs Meinung ändert sich über Köln. Verlieren wir Hingabe. Hier erhalten wir Hingabe. Hier erhalten wir Hingabe und verlieren Prestige. Und hier erhalten wir Papsteinfluss. Hingabe dazu wäre nicht schlecht. Das wäre der Nachbar. Und hier kriegen wir halt nur 10 Prestige und verlieren nochmal 5. 57 Prestige ist natürlich schon ziemlich viel, ne? Hätten wir 67, wenn ich das mache und verliere noch Hingabe. Komm, machen wir. Haben wir immer gemacht, oder? So, Thronfolge ist gesichert. Truppen haben wir. Befehlshaber haben wir auch. Das machen wir zur Heimatprovinz. Gucken wir mal gerade rein. 1,18 ist das Geld. Wir müssen irgendwie ein bisschen finanziell noch besser werden, ne? Welche Möglichkeiten haben wir da? Ach so, wir können mal hier gucken. Provinzverbesserung, ne? Das hier unten, oder? Ja. Was haben wir denn da? 218 Punkte für dieses hier. 60, das wären dreimal. Okay. 0,05. Produktionseinnahmen werden dadurch mehr. 0,04. Das auch geht nicht, wegen besetzt zurzeit. 0,05, da auch, da sogar 6 und da 4. Das würde bedeuten, in Berg können wir das definitiv machen. Und auch zweimal, vielleicht sogar nochmal dreimal. Gut, dann wird das auch schöner sein. Lassen wir mal ein bisschen mehr Geld kriegen, ne? Hier schlägt sich das ja nieder. So. Jetzt haben wir da oben noch 7. Unsere Truppen sind auf. Geforstet, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Sind vollzählig angetreten, ne? Da ist jemand gestorben. Oh, 3 Truppen. Müssten mal gucken, wenn wir gleich 1000 Mann haben, dass wir noch eine 4. und 5. schaffen. Weil 5 wollte ich wenigstens haben, damit wir Münster gleich sind. Schöner wäre es natürlich, wenn wir diese 8 noch rausschießen können, aber das wird sich schwieriger gestalten. Ja, gut. Warten wir es ab. Soziale und politische Konflikte. Autonomie können wir in Hannover verlieren. Lokale Unruhen werden sich steigern. Und da wir erhalten Hingabe. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Okay. Bronzekanonen. Wir greifen jetzt erstmal Nassau an. Das ist wichtig, dass wir das zurückerobern. Weil die wollten ja jetzt dann ihre Freiheit dann haben. Das wollen wir mal beenden, ne? Ich habe so ein paar Soldaten, Söldner dazu geholt, damit wir das auch schaffen. Sieht auch gerade gut aus. Okay. Das haben wir gewonnen. Das ist dann erledigt, in Anführungsstrichen. Armee auswählen, die Söldner trennen wir wieder. Und
Sind unsere Armeen, ne, oder? Speichert gerade. Nassau wird von Köln besetzt. Und das sind die Söldnerarmeen, die wir jetzt entlassen. Dann sind wir die wieder los. Das hat eine Stange Geld gekostet, aber das war jetzt der einzigste Weg, das hinzukriegen, ne? So, da oben müssten wir vielleicht ein bisschen was machen. Oh, da kann man auch was bauen, ne? Aber wir haben kein Geld dafür. Das ist das nächste Problem. Das müssten wir erst schaffen, ne? Ja, müssen wir gucken. Was macht das Budget? 0,96. Wir haben 126 hier. Da könnte man noch was rausholen, ne? Warte mal, das ist 96. Machen wir gerade eine Pause und wir bauen das mal gerade vielleicht aus. Was haben wir denn jetzt hier? 7, 4. Nassau bringt richtig Geld. Wäre 6 im Berg. Das wäre sogar noch mehr hier. 14, 9, 12, 11, 14, 9, 14. Das machen wir mit der hier mit der administrativen Macht. Und das andere machen wir mit der diplomatischen. Wir müssen unbedingt Geld mehr einnehmen, damit wir uns das alles leisten können hier. Wir nehmen mal die 14 hier. Und die 14 da. Dann geht da nichts mehr. Dann hatten wir hier noch eine 7 irgendwo, da. Das andere waren alles weniger Werte, ne? Da geht zurzeit nichts im Berg. Gut, dann ist das auch erledigt. Und hier ist Militär. Ja, Mannstärke, ne? Dann steigen unsere Truppen schneller an. Ist auch nicht zu verachten, ne? 250. Paderborn werden auch 250, da auch. Berg auch. Ich glaube, Paderborn machen wir mal gerade. Zweimal. Und noch einmal Köln. Das haben wir jetzt umgesetzt. So, jetzt müssen wir abwarten, dass das Geld wieder ein bisschen besser wird. Und dass wir das dann auch in die Wege leiten können. Ne? Ja, wir sind kurz davor, diesen Rebellenaufstand da haben. Zu haben, da müssen wir Maßnahmen mal ergreifen, damit das besser wird. Sonst haben wir die da gleich drinnen sitzen, ne? Was wir denn hier mit Forderungen nachkommen? Ne, das machen wir nicht. So. Okay, Frankfurt sieht Köln nicht mehr länger als Rivalen an. Das ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht, ne? So, habe ich eben nicht erzählt. Kassel, machen wir einen Anspruch drauf. Falls da mal was sein sollte, dass wir das dann auch einnehmen können. Wir haben hier Osnabrück, Kleve und was war das dritte? Limburg haben wir noch. Und Kassel machen wir jetzt. Macht Sinn, ne? Hier haben wir verbessert noch. Das ist noch bei 50%. Können wir da noch was ändern? Ne, zurzeit nicht. Die Forderung werden wir nicht nachkommen. So, da können wir noch eine Einheit jetzt machen. Ja, und wir nehmen mal die Perittenen. Die sind zwar teuer, aber muss auch mal sein. Da können wir den Diplomaten dann abrufen aus Sachsen. Und dann sollten wir mal einmal gerade so die Lage checken, wie das mit unseren Nachbarn so ist, was wir da tun könnten oder auch nicht. Okay, da wäre Österreich mit dem Boot. Das können wir dann also knicken. Was macht Kleve? Okay, da wäre Friesland und Hessen dabei. Wir hätten Trier, Brandenburg und Bayern mit uns.
Können wir Kleve eigentlich überrennen? Hessen, 7 Truppen, Friesland, 8 Truppen, 15 und 7. Ja. Wäre zu überlegen, ne? Dafür müssten wir noch ein paar Truppen haben. Sind vielleicht etwas zu wenig. Müssen wir noch Truppen bekommen. Wir könnten natürlich schon mal Rebellen unterstützen, ne? Nee. Warten wir es erst nochmal ab. Was ist das hier noch? Zu wenig Rivalen. Okay. Wer ist denn Rivale? Trier nicht. Sachsen oder Frankfurt? Frankfurt sieht uns nicht als Rivalen an, hatten sie gesagt, ne? Unser geliebtes Land hat keine Flotte, genau. Rivalen. Also ich finde schon, dass Frankfurt ein Rivale ist. Ich mag sie nicht, ne? Deswegen sind das Rivalen. 2,45, das hört sich gut an. Oh, Inflation, die könnten wir nochmal senken, ne? Und 60 hier, da könnten wir doch auch was machen, oder? Da kriegen wir doch auch ein paar Taler dann mehr. Ah, ne, das war hier und nicht da. 04, das war 07 letztens, aber ist jetzt auch nicht mehr. Westfalen ist jetzt oben. Okay, dann machen wir das da. Gut. Ja, wieder etwas mehr. Wir sind nur bei 50%, ne? Ja, das kann man noch auch aushalten. Ja, sieht eigentlich relativ gut aus. Ja, Kassel könnten wir jetzt erobern. Wir haben hier ein Pferdchen zu bekommen. Das schicken wir mal darüber, um das zu einen. Aber wir bräuchten immer noch weitere Einheiten. Weil wir haben erst 6, also 7. Wir müssen das mindestens gleich stark sein, wenn wir denen den Krieg erklären wollen. Besser sogar noch eine Einheit mehr, ne? Das wird schwierig. Wir können definitiv aber hier noch einen Anspruch von gern auf Feuer. Okay. Italienischer Techniker soll mir einstellen. 1450 und 1602 eine Belagerungstechniker hoch begehrt. Ja, Europa die Vereinigte beibringen. Gut, wir können jetzt erhalten 14 mehr Macht oder verlieren 16 Dukaten oder aber verlieren 10 Prestige. So viel Geld haben wir gerade nicht, aber das will man da denn aufnehmen, das wäre jetzt nicht das Problem. Militärische Macht kriegen, also, aber das Prestige zu verlieren, das ist leider so, dass das nicht so schön ist. Ja. Jetzt haben wir ein paar Mark Miese. Müssen wir gucken. Kleines Darlehen gleich wieder aufnehmen, dann geht's weiter. Da ist es. 46 Dukaten sogar schon. Dafür können wir jetzt dann eine Truppe auch noch bauen, die wir gerade machen. Dann haben wir auch eine mehr, wie die Kleber. Und dann müssten wir in der nächsten Runde überlegen, ob wir dann vielleicht irgendwas machen. Ja. Gut. Die Aufstände habe ich immer durch militärische Macht niedergeschlagen, runtergedrückt, habe Kriegsgründe gemacht, wie jetzt hier in Münster auch, die Meppenprovinz da, einen Anspruch darauf hingeht, da müssen wir jetzt gucken, was wir dann machen. Wir warten mal noch, bis hier die Truppe ist und dann, ups, da sind wir gerade weggerutscht. Gehen wir da wieder hin, wo wir waren, so ungefähr. Und gucken wir dann in der nächsten Folge, wenn hier die Truppe fertig ist, was wir dann so in Angriff nehmen können. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, denke ich mal. Okay, dann würde ich sagen, soll es für diese Folge aber reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.